der 28. heute. Ja, also wie sieht's heute aus? Wir haben heute auch nicht so viel geplant. Ich bin jetzt zu Hause geblieben, weil das verspätete Weihnachtsgeschenk für meinen Vater kommt erstens noch an. Das sollte eigentlich erst im Silvester kommen, aber es kommt doch schon heute. Ich hatte mir gestern ja ein Fahrrad ausgeliehen, musste das heute dann nochmal umtauschen, weil das kein Licht hatte. Und jetzt habe ich halt so ein, naja, etwas kindermäßigeres. Ja, mein Gott, ist ja nur für die Insel, ist ja nicht mein eigenes. Und was ich noch sagen wollte, ihr seht es vielleicht hier, ich habe mich gerade rasiert. Ich habe jetzt mal meinen Bart weggenommen. Sieht vielleicht auch mal ein bisschen anders aus. Und ja, ansonsten ist nicht wirklich viel passiert. Es ist leider immer noch grau und diesig draußen. Ihr seht es ja. Kann man den Leuchtturm eigentlich von hier sehen? Doch, den müsste man eigentlich erkennen können. Oh, ich kann gerade nicht zoomen. Also schön. Ja, so Mini-Zipfel. Und da könnt ihr ihn vielleicht dann noch sehen. Ja, Freunde. Und wir gehen wahrscheinlich heute nochmal essen. Ich muss das nochmal abklären. Und dann schauen wir mal. So viel kochen tun wir anscheinend dann doch nicht. Doch, zu Silvester auf jeden Fall noch. Am 1. wahrscheinlich nicht, weil wir fahren am 2. ja schon wieder. Ja, und ansonsten werde ich mich später, vielleicht werde ich nochmal Radfahren mal gucken. Macht's gut, Freunde. So, an dieser Stelle sollten eigentlich noch Aufnahmen und Bilder folgen. Das hatte ich dann aber leider mal wieder vergessen. Ich weiß, es wird jetzt langsam zu einer Running Story, ist aber tatsächlich so gewesen. Ihr glaubt ja gar nicht, wie oft oder wie schnell das dann passiert, dass man dann sich an ein Ding zuwendet und vergisst, das einfach mit aufzunehmen. Umso mehr Material man hat, logischerweise, desto mehr kann man nachher mit reinbringen oder sich aussuchen, was man reinbringen will. Tut mir leid an dieser Stelle. Es geht jetzt nun weiter mit dem 29. Morgen, liebe Freunde. Ja, wir haben heute den 29. Und ich melde mich heute mal sehr früh. Ich war vorhin Brötchen holen und Brot holen und war ein bisschen draußen. Ja, wir haben es jetzt 9:30 Uhr, Freunde, und schauen mal schön Sonnenaufgang. Dreh mich mal. Freunde, könnt ihr das sehen da hinten? Das ist traumhaft. Also, oh, ich will jetzt hier nicht aus dem Fenster fallen. Die Windmühle dreht sich sogar. Vielleicht kann ich euch das sogar nur zeigen. Nein, der Zoom funktioniert nicht. Okay, Freunde, ist ja auch egal. Jedenfalls, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Wir werden gleich frühstücken und ich werde wahrscheinlich dann noch Fahrrad fahren. Die Welt ist ja auch ziemlich windig. Ja. Und das frühe Rausgehen, man sieht, ich bin noch ein bisschen müde, brauche noch meinen Kaffee, Freunde. Übrigens, der Leuchtturm ist auch noch an. Ich weiß nicht, das kann man jetzt blöderweise nicht gut sehen. Vielleicht könnt ihr das da hinten erahnen. Ich muss jetzt ja die Kamera drehen, sodass ich nicht sehe, was ihr seht. Aber ich kann ja mal eine Sequenz abwarten. Vielleicht seht ihr es da hinten im Hintergrund. Jetzt leuchtet er. Vielleicht habt ihr das gesehen. Ja, Freunde, und der Duft von Kaffee und Brötchen, der kommt mir bald dann auch in die Nase. Ich melde mich dann wieder bei euch. Macht's gut. So, auch leider an dieser Stelle fehlt der ganze Rest. Dafür seht ihr aber noch ein paar schöne Bilder aus dem Kaminofen am selbigen Abend. Weiter geht es dann mit dem 30. Viel Spaß. Ein wunderschönes Guten Morgen, Freunde. Heute, wir haben den 30. Und schaut mal, es ist ein bisschen heller. Oh Mann, man sieht mich ja gar nicht. Ja, jetzt seht ihr mich. Ja, sorry, dass ich die Augen so zusammenkneife. Es ist hier sehr hell. Die Sonne scheint heute und wir werden heute ein bisschen rausgehen. Also ich wollte auch mal ein bisschen Fahrrad fahren, auch ein bisschen die Sonne genießen. Ein bisschen ist sie ja da. Ich kann sie auch mal zeigen. Seht ihr das draußen? Was ist gestern noch passiert? Also gestern haben wir hier gekocht. Gestern gab es Krabben mit Bratkartoffeln und Rührei abends und es ist nicht so viel passiert. Wir gehen heute Abend wieder ins Priestersüß zum Essen. Schmeckt übrigens sehr lecker, kann ich dann auch allen mal empfehlen, die hier mal Urlaub machen sollten. Ja, und danach ist anders, Freunde. Und der Urlaub neigt sich auch so langsam dem Ende. Ich meine, wir sind noch bis zum 2. hier und am 2. geht es dann schon wieder nach Hause. Tja, Freunde, ich wünsche euch damit alles Gute. Und ich würde sagen, bis später. So, Freunde, wir gehen jetzt raus. Bis später. So, und auch an dieser Stelle fehlt dann leider der Rest. Ob der tatsächlich mal existiert oder nicht, kann ich euch echt leider nicht beantworten. Wir sind an dem Tag sehr viel gewandert, waren draußen. Wo wir genau waren, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Jetzt folgt ein schönes Bild vom abendlichen Amrum und im Hintergrund seht ihr noch den leuchtenden Leuchtturm. Damit möchte ich mich bei euch am 30. verabschieden und sage bis morgen zu Silvester. Jo, moin.
Moin Freunde, wie gesagt, wir sind jetzt hier am 31. Erstmal willkommen zu Silvester, meine Damen und Herren, auf dem Fahrt wieder von hinten. Ich kann mich ja mal wieder drehen, Freunde. Und ja, ich habe mich heute früh nicht gemeldet, war alles ein bisschen stressig, Freunde. Aber ich bin hier mit dem Fahrrad unterwegs, es ist auch kalt, deshalb muss ich das Video ein bisschen schneller machen. Es ist morgen ein Sturm angekündigt. Da müssen wir mal schauen, wie das dann aussieht, Freunde. Ob wir übermorgen zu Hause kommen mit dem Auto, aber ich hoffe es mal. Und ja, ich melde mich nachher wieder und auf jeden Fall dann euch alles Gute für 0 Uhr und dann für den 1.1.19 und sowieso für 2019. Ich melde mich. Noch so gefühlt knapp 4 Stunden bis zum Null-Account, das heißt, dann ist das neue Jahr auch angebrochen. Eben habe ich schon gehört, ist ein Rettungswagen schon losgefahren, also hier geht es anscheinend schon los. Knaller und so gibt es bei uns ja gar nicht, also ich habe bisher noch nichts wirklich gehört. Ich freue mich auf jeden Fall, ich werde mich nach 0 Uhr bei euch melden, Freunde, das ist ja das Highlight dieser Reise, dass wir Silvester miterleben. Ich bin heute sonst noch ein bisschen rumgefahren, es war eigentlich ganz entspannt, war nicht viel los, waren Leute doch auf den Straßen, aber wie gesagt, Feuerwerk und so weiter gibt es hier gar nicht. Ist auch verboten. Wisst ihr ja vielleicht, weil hier sehr viele Räterhäuser stehen und so weiter. Ich melde mich dann später nochmal. Wir gehen heute auch noch abends 11 in die Kirche. Da gibt es ein Abschlusskonzert. Und um 0 Uhr geht es dann nach draußen. Und dann feiern da die entspannten Leute. Da haben sie extra auch einen Parkplatz schon abgesperrt vor der Kirche. Da geht es dann los mit Anstoßen und Sekt trinken und Wunderkerzen und Freude und frohes Neues und so weiter. Das werde ich euch dann natürlich nur in Fotos zeigen können, in Videos nicht, weil da sind auch Freunde und Leute drauf. Und das wird ja sehr voll sein, deshalb kann ich dann nichts filmen. Aber wie gesagt, ihr werdet es ja auch bei euch in den Städten miterleben. Ich wünsche euch vorab schon mal viel Spaß und dann sehen wir uns um 0 Uhr und kurz danach.